Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich kam hier gerade gar nicht klar. Ich bin nämlich schon wieder, ich bin immer noch in Karlsruhe, weil es nicht funktioniert hat, dass ich zurück nach Augsburg fahre wegen des Hochwassers, weil irgendwie gefühlt alle Züge ausgefallen sind. Deswegen, ja. Und dann dachte ich, gehe ich hier in die Bib und wirklich dahin zu fahren. Also irgendwie, ich fahre halt so selten Auto, weil ich habe in Augsburg keins und dann fahre ich halt nur, wenn ich bei meinen Eltern bin. Und ich war so todesüberfordert. Ich habe mich easy auch mindestens dreimal oder so verfahren. Also es war wirklich eine ganz wilde Erfahrung. Dann auch noch heute Morgen, wo voll viel los ist und so. Ey, es hat mich so gestresst gerade. Ich hatte richtig Kaltschweiß gefühlt. Also es war wirklich eine wilde Erfahrung. Ich wollte jetzt erstmal in den Café gehen, weil die Bib öffnet hier immer, glaube ich, um 9 erst. Und wir haben jetzt erst 8. Oh, ich bin richtig fertig. Ich hatte irgendwie voll wenig Schlaf. Ich weiß auch nicht warum, aber ich habe nicht so gut geschlafen. Und ja, ich fühle es jetzt irgendwie eigentlich gar nicht, aber nachher gehe ich dann auch noch mit meiner Mama in die Stadt. Also ich war jetzt den ganzen Morgen in der Bib und davor noch in einem Café lernen. Also ich habe insgesamt, glaube ich, 7 Stunden oder so gelernt. Es war echt viel. Und jetzt war ich hier in dem Park noch kurz. Habe hier kurz gewartet, weil ich konnte einfach gar nicht mehr. Weil ich habe so am Stück gelernt, weil ich hatte keinen Bock, eine Pause zu machen. Und dann, musste ich halt jetzt noch ein bisschen warten. Aber meine Mutter kommt jetzt gleich. Dann essen wir erstmal was. Und genau, dann gehen wir ein bisschen in die Stadt und so. Ist eigentlich ganz entspannt, glaube ich. Ich habe aber auch echt ein bisschen Kopfweh, weil ich halt, wie gesagt, die ganze Zeit so da saß vor meinem Bildschirm. Und es war schon echt anstrengend. So, hello, ich bin jetzt wieder zurück. Wir waren heute wieder in der Stadt, weil wir noch ein paar Sachen gebraucht haben. Genau. Und wir haben jetzt auch schon 18 Uhr, also ich war da echt lange jetzt, weil heute Mittag sind wir hingefahren. Ich bin auch relativ spät aufgestanden und so, aber ich war auch echt fertig nach dem Tag gestern. Gestern habe ich ja auch 5 Stunden gelernt und dann war ich den ganzen Tag unterwegs. Und ich habe mir jetzt neue Schuhe gekauft. Ich zeige euch die mal. Also erstmal, wie süß ist bitte dieser Rock? Den habe ich von meiner Mama. Weil wir haben eigentlich so die gleiche Größe. Ich finde den voll süß. Hat sie früher auch immer getragen. Und dann meine neuen Schuhe. Also ich muss sagen, die Schuhe sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, manche würden sie richtig hässlich finden. Aber ich finde, manche Sachen, die eigentlich irgendwie so hässlich sind, haben auch wieder was. Und ich finde, bei den Schuhen ist es einfach so. Weil die geben mir so russische Hausfrau-Vibes irgendwie, keine Ahnung. Ich finde die richtig cool. Das hier sind sie. Beachte bitte nicht meine Füße, das ist richtig schlimm. Ich muss meine Nägel mal neu lackieren und so. Aber ich finde die richtig cool mit dieser dicken Schnalle. Ich finde, das ist total der Vibe. Die sind auch richtig cool, oder nicht? Also ich liebe es irgendwie. Genau, das sind meine neuen Alltagstreter. Die Sonne scheint zum Glück immer noch ein bisschen. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal einen Kaffee gemacht und mich hier rausgesetzt auf unseren Balkon. Und werde hier jetzt was für die Uni machen. Kam ich nämlich heute noch gar nicht dazu. Aber es ist auch noch nicht so spät, von daher kann ich jetzt noch einiges abarbeiten. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home.
Es gibt jetzt erstmal Abendessen. Meine Mama hat hier richtig geil so Spinat gemacht mit Nudeln. Ich liebe das voll. Und dazu haben wir so ein Tempeh, so ein Gyros-Geschmack. Den gibt es im Alnatura. Es ist jetzt schon der nächste Tag und ich bin auch wieder in Augsburg. Ich bin heute Morgen zurückgefahren und dann habe ich eigentlich voll viel geschlafen, ein bisschen meine Videos geschnitten und so, aber nicht wirklich was gemacht, weil irgendwie habe ich mich auch echt nicht fit gefühlt, nachdem ich so früh aufgestanden bin. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch mit dem Video ein bisschen motivieren konnte. Wenn ja, dann gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder.